Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. So, wir sind in der letzten Folge genau hier stehen geblieben und wir können uns nun einen Charakter auswählen, mit dem wir die Story spielen möchten. Kim Hunter, Alex Hunter oder Danny Williams. Und wir spielen mal mit Alex Hunter weiter. Empfohlenerweise. Oh, mir ist eben irgendwie voll was ins Auge reingeflogen, alter Vater. Das Ding ist knallrot. Meine Nase stopft. Wir freuen uns, dass Alex Hunter einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben wird. Bei Real. Wir sind überzeugt davon, dass er hier zu neuer Größe aufsteigen wird, in einem Umfeld, das Talent fördert. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison. Dafür sind wir da. Ich auch. Live vor laufenden Kameras einen Vertrag. Oh, meine Nase, Alter. Unterzeichnen. So ein Hype, ey. Naja, das ist halt so in dieser Industrie. Bartholomew. Was? Wie heißt der? Wende dich an die Medienvertreter. Da bin ich. Endlich. Ja. Da bin ich. Ein Jahr später, als ich dachte, aber ich werde das natürlich nachholen. Das war natürlich sehr dick aufgetragen. Oh, die Facecam ist mal wieder sehr. Alex, Alex, Sie haben schon bei mehreren Topclubs gezeigt, was in Ihnen steckt. Aber wie gehen Sie mit diesem enormen Druck bei Real Madrid um? Ich meine, wir reden über den berühmtesten Verein der Welt. Die Fans erwarten jedes Jahr den Titel in der Champions League. Ihr Kommentar dazu? Ich muss mich dem Coach beweisen. Ich werde zeigen, was ich drauf habe. Hier gibt's eine Menge Weltklasse-Spieler. Wenn ich meine Chance bekomme, gebe ich 110%, um einen Platz zu erkämpfen und dem Verein Titel zu holen, vor allem in der Champions League. Ich freue mich auf die Duelle gegen die europäische Elite. Und gehen Sie angesichts der hervorragenden Konkurrenz davon aus, dass Sie sich hier bei Real durchsetzen können? Ich bin zuversichtlich, dass ich das machen werde. Vor allem, weil ich ja schon in meiner Karriere Titel gewonnen habe. Ich bin bereit. Er ist bereit. Alex, bitte hier drüben. Ein kurzes Lächeln für mich. Ah, alles klar. Was ist das, Deko? Zeig, dass du es auch verdienst. Oh, da haben wir natürlich ein bisschen Druck jetzt hier, ne? Na, ich denke, wir werden wohl in dieser Karriere bei Real Madrid einige Schwierigkeiten haben. Und dann werden wir wieder zurückgehen zu Manchester United. Aber egal, wir sind jetzt erstmal in Madrid und Charakter wechseln. In The Journey Champions gibt es 3 Charaktere, die jeweils ihre eigene Story haben. Du kannst jederzeit nach Wunsch den Charakter hin und her wechseln. Der empfohlene Weg bietet jedoch das optimale Story-Erlebnis. Wechsle zur Story des empfohlenen Charakters, sobald dieses Symbol erscheint. Ich sehe dieses Symbol nirgendwo. Ich gucke nochmal nach, wenn es das Richtige ist. Nee, es ist immer noch. Okay. Real Madrid 11 gegen 11. Okay, es ist alle anscheinend nach ein Training, was wir jetzt hier zu absolvieren haben. Und dann werden wir das doch einfach mal machen, oder? Oder was soll das jetzt sein? Wenn er eben 11 gegen 11 stand, dann wird das so. Jäger. Trainingsgelände, jawohl. Das wird großartig. Ganz ruhig bleiben. Alex, rede mit mir. Vor 2 Jahren stand ich noch ohne Vertrag da. Jetzt sagen alle, ich wäre der nächste Ronaldo. Schon merkwürdig, oder? Alex, du bist auf dem Weg zum Star. Aber das geht alles so schnell. Du hast eine klasse Pressekonferenz hingelegt. Selbstbewusst ohne Ende. Okay. Alle reden über Alex Hunter, obwohl du noch keine einzige Minute gespielt hast.
Du musst einfach nur genau das tun, was du am besten kannst. Spiele de Fußball. In Spanien. Okay. Die La Liga müssen wir dominieren. Ja. Und in der Champions League müssen wir zeigen, dass das hier das beste Team aller Zeiten ist. Wir brauchen einen guten Start in beiden Wettbewerben. Tun wir was dafür. Anton, willkommen in unserem Team. Danke, Mann. Und ich bin Joe. Freut mich. Das sind die Coaches, mit denen du arbeiten wirst. Ich verarbeite gerade noch, dass ich bei Real bin. Hier? Dafür sind wir da, dir zu helfen, dich hier einzuleben. Wir beginnen mit 11 gegen 11. Anton und Joe hier sind die Trainer. Du spielst mit beiden. Klingt gut. Dann mal los. Alles klar, auf geht's. Falls ihr euch gerade gefragt habt, warum ich hier so durch die Gegend geguckt habe, ich muss hier heute noch streichen und ich überlege, ob ich es morgen mache oder heute Nacht. Kleiner Funfact. Kurz mal umgeguckt. Egal. Wir spielen also los. 11 gegen 11, wieder in dieser herrlich leisen Atmosphäre. Mit meinem leicht angeditschten Auge. Okay, wir müssen anscheinend eine bestimmte Bewertung innerhalb des Trainings erzielen. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir das hinkriegen. Hier in dieser Stelle. Ich befürchte, wie gesagt, einiges, was die Story hier angeht. Okay. Wo ist denn der Kollege hier? Es sind immer noch diese... Ach du Scheiße, es sind immer noch diese Linien am Start. 5,9. Oh, da haben wir ihn aber gerade hier in Bedrängnis. Nee, doch nicht. Wow, okay, da muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Der ist schnell, der Typ da vorne. Mit den langen Haaren. Das muss ich mir auch merken. Jeder Spieler hat ja so seine starken Attribute und alles. Und wenn man sich die eingeprägt hat, kann man auch innerhalb des wichtigen Spieles mit den Sachen dann arbeiten. Bla. Es ist auf jeden Fall viel zu ruhig. Wow, den hat er aber cool aus der Luft gefischt. Ja, ich denke, ich werde hier dann irgendwelche Mucke drunter legen oder so. Das ist ja völlig crazy. Und... nee. Ah. Komm schon. Oh, toller Vorstoß. 6,6. Tor gemacht. Alles klar. HK. Na was? Was soll das denn heißen? Einzeltor? Warum habe ich nur eine Bewertung von 6,6? Das... Naja, dann müssen wir halt noch ein Tor machen. Wir sind ja hier, um uns zu beweisen, ne? Hallo? Okay. Es ist noch nicht mal der Kommentar an. Und man merkt es echt übel, ey. Die Aktion mit meinem Auge eben hat mich auch irgendwie komplett angeschlagen. Ich bin komplett desorientiert hier. Wie man sieht. Wir müssen irgendwie diese... Ich weiß auch nicht, ob es wieder nur eine Halbzeit ist, weißt du? Deswegen müsste ich mich theoretisch anstrengen, hier noch ein gutes Ergebnis zu leisten. Um, ja, eigentlich wird ja schon reichen, wenn ich den Ball öfter mal in der Hand, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das ist in dem Spiel wohl eher schlecht, den Ball bekomme, einfach um ein bisschen Passspiel auszunutzen, um meine Bewertung so zu steigern. Jetzt zum Beispiel habe ich den Ball, jetzt könnte ich versuchen, zu Hunter zu passen. Schönes Passspiel. Wir versuchen den Ball ein bisschen zu verteilen. Oh, scheiße. Da hat der Torwart den Ball gekriegt. Na los. Ui.
Alles klar. Oh! So, Einwurf ganz schnell ausgeführt. Und wir versuchen wieder, dass Hunter ein bisschen verteilen kann. Oh! Den habe ich aber schon geschossen, du. Den musste er sich erst nochmal vorlegen und dadurch der Zeitverlust bzw. der Weg verkürzt bzw. das Tor nicht gemacht, verdammte Scheiße. Oh! Wie kann das denn sein? Hat er mir da einfach den Ball abgenommen und ich habe nur eine Bewertung von 7,0. Und weg damit. Und weg. Foul. Zeit. Wir gehen weiter. Das war's, oder was? Es ist immer nur eine Halbzeit, glaube ich. In diesen Trainingsspiels. Spielen. Ich weiß nicht. Meine Bewertung. Nee, es ist tatsächlich eine zweite Halbzeit noch am Start. Eine Bewertung von 7,0. Naja. 6,0. Position Stürmer. Okay, wird jetzt hier ausgelotet, wo ich spiele, oder was? Das ist ja crazy. Okay, wollen wir mal gucken. Ah, fast. Schöne Idee. 6,4. Ah, das ist aber auch eine geile Sache, ne? Wenn man so... Also es ist auf jeden Fall realistisch, wenn man so das Spielgeschehen mal betrachtet. Da muss natürlich ausgelotet werden, wo der Spieler dann letzten Endes am besten spielt. Fuck. Da haben wir verkackt und er klärt den Ball einfach weg. Ah! Aber wenn ich jetzt schon eine Bewertung von 6,4 habe... Die passen mich ja hier so aus, ey. Boah, das war knapp, Mann. 0 zu 0. Komisch. Es ist die zweite Halbzeit anscheinend. Aber es steht 0 zu 0, obwohl eben schon jeweils ein Tor gefallen ist. Naja, was soll's. Oh. Oh, was? Pff, fuck. Scheiße. Jawoll, Alter. Sorry, da musste ich mal gerade kurz die Fresse halten und mich konzentrieren, weil... Ohne Scheiß. Heftig. Ey, da habe ich eben noch ein Tor reingekriegt. Ja, jetzt könnte ich natürlich wieder ein bisschen talken. Obwohl es wahrscheinlich besser wäre, wenn ich mich konzentrieren würde. Irgendwie habe ich anscheinend heute schon zu viel aufgenommen. Wir nehmen den mal mit dem Torwart mal ein bisschen an. Ob das so genug ist... Hui. Abgefälscht. Immerhin haben wir eine Bewertung von 7,8. Gleich müsste die Zeit auf jeden Fall auch um sein. Und ich gehe mal einfach so davon aus, wenn wir eine höhere Bewertung haben im Sturm als im, was weiß ich, Mittelfeld oder so, dann kann man davon ausgehen, dass man dann auch da eingesetzt wird oder nicht. Das war ja sehr schlecht. Komm schon, spiel mal hier irgendwie so. Bisschen flach. Bisschen Passspiel aufbauen. So. Vamos. Oh, fuck, ich habe verkackt. Aber 7,9. Wir haben noch ein bisschen was rausgeholt. Jetzt bin ich gespannt, wie wir das machen. Natürlich verkacken wir, alter Schwede. Warum denn auch nicht? Zack. Tschüss. Kniescheibe. Probespiel. Es gibt keine Karten. Aha. Jedenfalls nicht für... Also, ne? Nicht. Nee, nee. Und Einwurf. Hunter? Nee.
leider zu früh. Da oben. Oh, das wäre es echt gewesen. Schade. Oh, fuck. Nee, nee, nee. Oh! Mega knappe Sache. 88. Minute. Müsste gleich auch abgepfiffen werden. Warum rennt denn der da nicht hin? Also wirklich. Das war ja wieder eine Scheiße. Aber wieder 1-1. Ich denke, eine bessere Bewertung haben wir auf jeden Fall gekriegt. Und was ist jetzt los? Man weiß es nicht. Schießen, Passspiel, Dribbling, Tempo, Grätsche, Übersicht, Schusskraft. Okay, Antons Gruppe. Was? Wo bin ich denn? Wähle eine Mentorengruppe. Ah, in jeder Mentorengruppe kann Alex den Schwerpunkt auf bestimmte Fähigkeiten legen. Körper und Tempo. Tempo. Schießen. Na, ich nehme mal Schießen. Bueno. Alles klar. Okay. Angriff ist die beste Verteidigung. Alte Fußballweisheit. Bin ich dabei. Tore schießen ist nur eine Facette des Stürmerlebens. Okay. Du brauchst das Talent, Räume für dich zu schaffen und die Kondition für weite Wege. Auch und gerade am Ende eines sehr anstrengenden Spiels. Ja. Da hat er recht. So, was haben wir denn jetzt hier als nächstes? Wir gucken uns erstmal die Geheimaufgaben an. Schließe eine Mentoren-Challenge erfolgreich ab. Zwei Geheimaufgaben. Okay, in Kapitel 2. Moment mal gerade. In Kapitel 2 von 4 mit Alex. Mal gucken, was da noch so kommt. So, graues Sakko oder was? Outfit, das gucken wir uns mal gerade an. Jacken. Schwarze Fliegerjacke. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus, ne? Da, graues Sakko. Schwarzes Hemd. Und eine Jogginghose. Das geht natürlich dann gar nicht. Ja, komm. Nee, die hatten wir gerade an. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja, komm. Na, ja, das passt doch. Und da sind die Schuhe aber wieder scheiße. Machen wir mal ein bisschen auch seriös hier, oder was? Hier sind natürlich nur Sportschuhe, oder wie habe ich das? Ja, dann nehmen wir halt die. Die Hose sieht scheiße aus. Aber ist auch egal. So, Freunde, ich würde sagen, ich beende die Folge hier an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet gerne den Part, falls ihr das nicht gemacht habt. Könnt ihr den Kanal auch abonnieren. Wir sehen uns dann am morgigen Tag wieder. Dann geht's genau hier weiter. Bis dann. Tschüssikowski.